Herr Dr. Flüder, wir haben den Focus Day des Handelsblatt Restrukturierungsgipfels hinter uns, stand unter dem Motto präventiver Restrukturierungsrahmen als Game Changer der Branche. Jetzt blicken wir auf den Tag Diskussionen und Vorträge zurück. Wie ist Ihr Eindruck? Wird das ein Game Changer? Ja, also so wie ich jetzt die Sprecher, aber eben auch die Teilnehmer der Veranstaltung verstanden habe, sehr wohl. Die Musik spielt jetzt bei der Umsetzung dieser Richtlinie, die ja sehr frisch ist. Die ist jetzt gerade mal ein paar Wochen alt. Am 28. März ist die bis auf kleine Formalien aber endgültig verabschiedet worden. Und jetzt spielt die Musik, nachdem die Leitplanken festgezurrt wurden, spielt jetzt die Musik in Deutschland. Und wir haben heute gehört auch, dass der Gesetzgeber beabsichtigt, das zeitnah umzusetzen, das heißt in den nächsten 2 Jahren, das heißt jetzt geht's los. Und da waren wir wahrscheinlich einer der Auftakte, die jetzt dieses Gesetzgebungsverfahren in Deutschland vielleicht auch ein Stück weit mit beeinflussen können. Sie haben gerade die Leitplanken, die aus Brüssel gekommen sind, genannt. Die sind nun sehr weit gefasst, viele schwammige Formulierungen. Ist das ein Problem für die nationale Umsetzung oder eine Chance? Wir sahen das heute zumindest eher als Chance. Ich glaube, dass die Leitplanken so breit sind, muss so sein, weil dieser Text, dieser Richtlinientext ist ein Kompromiss von vielen Mitgliedstaaten. Aber die Chance sehen wir sehr wohl. Und wir haben heute mal versucht, in den Handelsplatthesen, die wir jetzt bis zum letzten Sekunde noch diskutiert und verabschiedet haben und die auch konsensfähig waren, mal versucht, dem Gesetzgeber einen Weg aufzuzeigen, wie man innerhalb dieser Leitplanken vielleicht für einen Rahmen sorgen kann, der sich passgenau in die Werkzeugbox des deutschen Sanierungsrechts einpasst. Sie haben es gerade gesagt, es wurde ein Thesenpapier erarbeitet. Gab es da Thesen, die Sie besonders überrascht haben? Ich glaube nicht im Sinne von überrascht, dass da jetzt meint, da ist jetzt irgendwas ganz Neues vom Himmel gefallen. Aber wir haben doch versucht, und das hat mich dann schon gewundert, dass wir doch ganz konkret bereits Aufgabenstellungen aufgegriffen haben und dem Gesetzgeber schon gesagt haben, ganz konkret, wie sich die verschiedenen Stakeholder, die an diesem Prozess dabei sind, die heute auch alle vertreten waren auf der Veranstaltung, wie die sich die Umsetzung wünschen. Sind Kernthesen dabei, die besonders wichtig sind? Ich glaube, die waren alle wichtig. Es sind jetzt auch nicht hunderte von Thesen, aber ich glaube, ganz wichtige Thesen. Wir haben aus jedem Bereich sozusagen, aus jedem Bereich der Richtlinie versucht, da Schärfungen vorzunehmen und haben zum Beispiel geklärt die Frage, was ist die Voraussetzung für ein solches Verfahren? Soll es Zugangskriterien geben? Wie weit kann so ein Verfahren in Gläubigerrechte eingreifen? Welche Gläubiger können dabei sein? Also Sie merken schon, ein ganzer Blumenstrauß an Fragen, mit denen man sich beschäftigen muss, wenn man die Richtlinie in deutsches Recht umsetzen möchte. Sie werden jetzt auch beim Handelsblatt-Symposium Insolvenzrecht dabei sein, Mitte September. Was sind Ihre Erwartungen, wie sich die Diskussion bis dahin entwickelt? Wird der deutsche Gesetzgeber schon erste Vorschläge vielleicht auf dem Tisch haben bis dahin? Also zumindest werden weiter alle Beteiligten angehört. Es gibt jetzt die ersten Gesprächsrunden, auch im Bundesjustizministerium, wo die verschiedenen Gruppen eingeladen werden, um ihre Vorstellungen zu äußern. Also das sind, ich glaube, so ähnliche Runden, die wir auch heute hier hatten, also auch schon sehr in die Tiefe gehend. Und ich glaube, dass wir dann im Herbst bereits wieder einen Schritt weiter sind. Und wenn ich das mal vergleiche mit den Runden, die wir noch vor einigen Monaten, vielleicht auch vor einem Jahr hatten, da haben wir alle noch im Nebel gestochert und jetzt kommt langsam Fleisch an den Knochen und ich glaube, es wird auch im Herbst noch mehr Fleisch am Knochen sein, sodass wir im Herbst noch intensiver über einzelne Umsetzungsmaßnahmen sprechen können. Herr Dr. Flüder, vielen herzlichen Dank. Sehr gern.